Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Ether 2 mit mir, dem Black3P, natürlich da hinten mit meiner süßen Engelchen und mit unserem neuen Mitspieler Dodo, der wieder irgendwo rumrennt, den ich nicht sehe. Da vorne da ist er. Hinten. Ja, da ist er, hier, da steht da, er. Da. Genau, wir wollen jetzt in der Folge, will ich unbedingt ein Gehege bauen. Ah, perfekt. Schatz, kannst du mir mal eben Schaufel basteln? Woraus? Das Stein. Ja, dann gib mir eben schnell Stein. Hab ich nicht. Ja, schmeiß mir eben Stein zu, da müsste doch noch drinnen was sein. Himmelsstein. Ja. Ich muss mal kurz gucken, ob meine Kamera richtig eingestellt ist. Piki, okay? Ja, eine Piki kann ich dir auch machen. Dann gib her, die Scheiße. Alles. Deine Kinder waren zu. Ja. Danke. Oh, das war dumm. Einfach, ich finde es einfach cool, diese Minecraft Engine von fliegenden Zauntoren, ne? Das ist so episch. Was? Fliegende Zauntore, guck mal. Wow. So, ich habe ein Ei reingetan, ne? Ich mach mal noch so ein Kubator, ne? Achtung, Schatz, sie verfolgt einen Vogel. Ah. So. Es wird schon wieder dunkel. Kann gar nicht sein. Wir waren gerade erst pennen. Jetzt aber. Guck doch mal. Es ist einfach nur dunkel, weil es nicht regnet hier oben. Hey. Hier oben kann es nicht regnen. Ein Tier will mich töten. Hier, du Kackvogel. Stirb, du Kackvogel. So, ich gehe noch mal ein bisschen Gravity Ore sammeln, ne? BZW. Oder weißt du was, ich jetzt mal mache? Mm-mm. Ich gehe jetzt mal ein Dungeon suchen. Wie wäre die Idee? Ja, dafür sind wir aber noch nicht equipped genug. Egal, aber wenn wir ein Dungeon haben, haben wir ein Dungeon. Boah, ich merke gerade, wie es ein bisschen am Ruckeln ist. Boah, bitte kriege ich das MLG hin. MLG! Nein, kack. Aber hab's überlebt. Haha! Ja. Oh, Alter. Ich bin gestorben. Auf einmal ist wieder Tag, ne? Ja, ja. Auf einmal ist wieder hell, ne? Krass, diese. LOL! Ach da! Mann, diese Blaseviecher, die können auch mal echt nerven, ne? Ja. Die blasen zu stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her. Hau nicht ab. Nee, lass mich in Frieden. Ich will nicht runtergeblasen werden. Wo ist er? Wo ist er? Boah, schnell rüberlaufen. Oh, hier habe ich jetzt richtige. Manchmal hängt aber auch so der Schatten ein bisschen, ne? Mhm, ein bisschen. Also es könnte jetzt ein bisschen laggen, Leute, ne? Ja. Weil ich mein PC gerade damit auslaste, aufnehmen plus Chunks laden
plus zocken. Also da kann ich ihn jetzt gerade ein bisschen sehr stark überlasten. A little bit. Ja. Das hat man jetzt sogar doppelt gehört. Also Leute, wenn es jetzt gerade ein bisschen am Spacken ist, bitte nehmt es mir nicht übel. Der Server läuft, wie gesagt, über meinen Rechner. Geplant war ja auch eigentlich, dass Jen auch mal aufnimmt. Aber das ist, glaube ich, zu langweilig, die ganze Zeit Ja, Terraforming also ich zu glaube machen. auch nicht, dass ihr nur Terraforming sehen wollt. Was machst denn du da? Ha? Bauen. Aber ich weiß gar nicht mal, ob ich es richtig mache. Irgendwie ja nicht, aber egal. Mann, das Ziel ist immer noch unerreichbar. Nice. Oh, ich habe ein bisschen zu weit gegangen. Nochmal Ambrosium gefunden. Also ich glaube, das ist die längste Folge, die längste Zeit, bis jemand ein Haus stehen hat bei uns. Ja, und? Nein, Michelle. Das Gut, erste Mal. Michelle. Ja, dass das so lange dauert, bis ein Haus steht. Ja, bei mir dauert das andauernd so lange. Ich würde ja jetzt am liebsten sagen, lerne Häuser bauen, aber du kannst Häuser bauen. Ich baue die nur verdammt riesig, das ist das Problem. Ja. Aber ich plane ja schon direkt alles mit ein. Wir werden da auch eine Zimmer. Terrasse und alles Oh, haben. geh weg, du Blasebalg. Ich finde die Namen cool. Blasebalg. Problem ist nur, jetzt können wir nicht schlafen, ne? Nee, jetzt ist ja auch Tag. Unser Vieh läuft weg. Hallo? Wie das Viech läuft weg. Ja, unser Dings. Kann Unser gar nicht. Vogel. Doch, der läuft weg. Das ist Der ein läuft. anderer. Und Das wieder so ein Babyvogel. Blasebalg. Guck. Das Babyvogel. Hallo, der läuft weg. Kann er Wollte nicht noch? gucken kommen. Oh, Seht ihr stimmt. denn? Er läuft Boah, weg. Blasebalg, geh weg. Ah, der kann doch gar nicht weglaufen, nee, der hat doch Der Zäune. andere steht auch schon auf dem Zaun. Aufen. Ja. Dann können die anderthalb Blöcke hochspringen. Dann müssen wir dann noch einen Zaun drüber machen. Oh nein, jetzt laufen beide weg. Jetzt laufen sie beide raus. Ja, dann lass sie beide rauslaufen. Ist doch eigentlich egal. Egal. Ja, man hört voll, dass du unerkältet Boah. bist. Ich darf ja auch nicht meine Nase schneuzen. Das ist das Problem. Ich darf. Ah. Jen hatte nämlich wieder mal eine Ohren, eine Nase, hatte diesmal eine Eine Nasen-OP. Ohren-OP, aber die wurde durch die Nase gemacht. Genau. Ihr kennt Joanne. Ihr wisst, dass sie so ein Opfer im Fall ist. Hat mal. Lalalala. Und ich bin Mann. kerngesund. Pass auf, das kommt noch. Irgendwann vielleicht, Jetzt vielleicht kommt nämlich dann. Frau, jetzt kommt nämlich die freundliche Frau Karma, ne? 2 Tage später. Ja. Wer weiß. Nein, meine Axt ist kaputt gegangen. Nehme ich einfach meine andere. Soll ein Scherz sein. Da habe ich nochmal Ambrosium. Ich will aber kein Ambrosium. Ich will. Also wenigstens haben wir hier gutes Essen, ne? Im Spiel. Ja, das ist schon mal. Wieder ein Blasebalg. Stirb. Alter, hier ist einfach schon wieder nichts. Und es wird Nacht. Oh yeah. Und ich habe aber noch immer keinen Dungeon gefunden. Normalerweise müsste ich so langsam einen finden.
Alter. Nein. Oh, wir warten ja jetzt hier wieder im Bett auf. Das ist gut. Das war ja auch Sinn der Sache. Ich hab nur kein Schwert, um sie zu töten. Hier drin sind zwei Schwerter. Oh, ist schon wieder. In der Truhe. Ja, aber... Nice! Ich habe was gefunden, was mich... Nein! Okay, jetzt muss ich MLG hinkriegen. Ha! Nein, doch nicht. Scheiße. Wieder MLG verkackt. Boah, ich hoffe, ich krieg den Sprung aber wenigstens darüber hin. Ach komm! Mann, diese Vögel, ne? Jan stirbt nur noch instant. Ja. Wo ich den getötet habe, aber egal. So. Ich werde es probieren. Leute, ob ich das hinkriege, ey. Das ist die Frage. Ja, du wirst in der Folge sehen, was ich vorhabe. Warum verfolgen mich die ganzen Schafe? Ah. Mit Orangen können die Schafe anlocken. Ja? Oh nein. Ach, geh weg. Kommt her, Schafe. Ach. Kommt rein, ihr kommt. Kommt rein, ihr kommt. Ey, hier ist ein Ei. Ein White Moor Egg. Ja, nimm das mit. Hab ich. Aber noch nicht ausbrüten. Also MLG kriege ich hier nicht hin. Also dann nehme ich am besten lieber die weiße Wolle. Ich habe zwei Schafe gefangen. Ja? Es kann doch nicht sein, dass wir hier einfach partout kein Dungeon finden. Ich hab keine Ahnung. Problem ist auch, ich sehe nicht, wo noch irgendwelche Inseln weitergehen. Ich habe damals dasselbe Problem gehabt. Bei Hexit. Gut, die Türme hat man immer gefunden. Die ja. Mann, und jetzt habe ich auch schon wieder kein Essen mehr. Ja, das Projekt macht richtig Laune, ne? Es macht richtig Laune. Gucken, vielleicht lassen wir es aber über Joannes Rechner laufen. Weil dann nehme ich wirklich nur gesagt, wie auch, aber dann lassen wir es über Joannes Rechner laufen. Weil sie hat dann läuft das bei mir definitiv flüssiger. Hallo, ich hab den noch getötet, den Homo Sapien. Komm runter, Quapuzzi. Oder ist er? Hallo, hab ich sogar ohne Wasser geschafft, egal. Können wir jetzt eine Gummirüstung bauen? Eine Gummirüstung? Ja, dann könnten wir uns keinen Schaden mehr zufügen. Dann ploppen wir nur immer weg, ne? Ja. Ich glaube, das geht leider nicht. Das wäre, glaube ich, gegen die Physik. Ah, geil. Oh Gott, da sind ja noch mehr solche Quapuzis. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe nochmal Zanit gefunden. Alter. Ich lese immer nur, Engelchen ist gestorben. Normalerweise bin ich derjenige, der immer stirbt. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich gestorben bin. Wie gesagt, bei mir, Leute, ist momentan nicht so spannend. Ich hüpfe hier durch die Gegend und suche nach dem Spawn.
Nach einem Dungeon. Aber gut, okay, es ist bei mir recht, trotzdem recht, spannend, da bei mir ja, wie gesagt, die, wenn ich sterbe, ist alles futsch, ne? Alle meine Sachen sind jetzt weg. Ernsthaft, alles despawned? Ja, ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Zu Hause, hinter dir ist ein Vieh. Komm her, du Quapputze. Schon wieder tot. Oh lol, Alter, wag ich es? Wag ich es? Oder doch nicht? Sollen wir nicht mal sleepen? Ich kann doch nicht sleepen, ich bin noch gar nicht bei euch. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Hattest du es gesehen? Alles brennt, das brennt. Hattest du es gesehen? Ich hab's gesehen. Wo ich gestorben bin? Achso, nee, das nicht. Aber irgendwo hier auf den Pflanzen. Nee, davor. Da war's, keine Ahnung. Irgendwo im Nirgendwo. Oh, hallo. Sogar mein Schwert ist weg. Leute, ob das so eine gute Idee war, was ich hier gerade mache? Ich laufe auf einer Wolke. Hier ist Wasser. Ich finde die Wolken so witzig. In allen verschiedenen Farben gibt's die. Schlimm, dass jetzt mein Schwert weg ist. Nö, finde ich nicht. Und meine find ganze jetzt Erde. Nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Und meine ganzen Schaufeln. Das ist schlimm. Okay, dann ist mir das Schwert eigentlich ein bisschen schlimmer wie die ganzen Schaufeln. Ey, du Muku, stirb. Ah, und das Eis auch weg übrigens. Oh, das ist echt schlimm. Nein, ist doch nicht. Ist doch nicht schlimm. Ist doch Anfang des Projekts, hallo? Wenn wir voll ausgerüstet sind, dann ist es schon viel besser. Wisst ihr, was schlimm wäre, wenn der Server einfach nicht mehr funktionieren würde, wir alles neu machen müssen? Boah, nein. Alter, Alter! Ich bin neben dir gestorben, merk dir das. Wo bist du? Irgendwo Richtung Süden? Keine Ahnung. Das hilft mir jetzt nicht. Ich habe aber Sachen aufgesammelt. Hier bist du. Aber nicht mehr lange. Du... Also ich kann den überhaupt nicht hitten mit der Hand. Ich bin gestorben. Nein. Hier sind überall solche Donnerquapuzis. Ah, da oben geht's weiter. Gut. Ups. Ich habe wieder eine Welt gefunden, wo ich langlaufen kann. War das dein Schwert, was du mit hattest? Ja. Gut. Aber ich glaube, da waren noch ein paar Sachen von mir. Weil hier bin ich, glaube ich, gestorben. Geh weg. Schatz, hast du einen Timer gesetzt? Ach, weiß ich nicht, gerade. Ich meine. Ja, habe ich. Okay, wie lange habe ich denn noch? Weniger als eine Minute. Wir fragen immer Zeit perfekt dafür, nach. Ach du. Das Zeitgefühl ist echt gut. Ja, scheiße, da komme ich nicht rüber. Fuck. Ich habe ein White Egg. Ja, das ist bestimmt, was ich verloren habe. Hast du einfach so aufgesammelt? Ja. Oh nein, da ist ein Blasebalg. Und es ist Tag. Oui, yeah. Ja, Alter, es ist nicht gerade witzig, wenn hier ein Blasebalg ist. Und du hängst hier an einem seidenen Faden zum Tod. Ich find's witzig, aber nicht, wenn ich es wäre. Das war mir klar. Zack. Zack. Komm, lass mich meinen Wassereimer. Mann, ich kann meinen Wassereimer nicht setzen. Boah, ich brauche unbedingt Holz. Ah, hier ist ein Blaseball.
Jawohl. Die Folge ist um. Ja, das ist mir jetzt gerade relativ. Oh, lol, 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 lol. Oh, ich werde wieder hochgewirbelt. Wo ist der Blaswald? Gut, meine lieben Freunde, das war's für diese Folge hier bei mir. Die nächste Folge seht ihr wieder natürlich beim Dodo. Da ist ein Blasebalg. Boah, wehe, du pustest mich hier runter. Wehe. Geh weg. Wie ihr anfangen wollte zu pusten, ey. Was ein Pisser. Ja, wie gesagt, die nächste Folge wieder beim Dodo auf seinem Kanal. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet morgen wieder ein. Haut da rein. Ciao. Tschüss.